Von der Planung bis zur Fertigstellung eines Gebäudes braucht es Zeit. In den letzten 20 Jahren wurden aber wenig öffentliche Bauvorhaben fertiggestellt. Stattdessen wurden kommunale und landeseigene Wohnungen im großen Stil verkauft. Jetzt ist zu sehen, dass bezahlbare Wohnungen vor allem in den Ballungsgebieten fehlen. In einem Pressegespräch hat der Deutsche Gewerkschaftsbund am 28. Januar seinen 10-Punkte-Plan zur Behebung dieser Misere vorgestellt. Wir wollen eigentlich, dass eine dritte Säule entsteht. Wir brauchen dringend einen Masterplan für das Land Niedersachsen, damit genügend Wohnraum entsteht. Und da ist eben eine Überlegung, eine eigene Landeswohnungsbaugesellschaft zu gründen, die dann also preiswert das Bauland zum Beispiel von den öffentlichen Kommunen erwerben kann, beziehungsweise auf der Basis vom Erbbaurecht übernimmt. Und dann entsprechend Wohnraum auch so gestaltet und so entsteht, dass es der Otto-Normalverbraucher, wie man sagt, ihn auch bezahlen kann. Eine eigene landesweite Baugesellschaft nach bayerischem Vorbild zu gründen und mit 1,1 Milliarden Euro Startkapital auszustatten, gehört zu den zentralen Forderungen des DGB. Wir fordern 100.000 Sozialwohnungen neu. Und wir fordern 40.000 landeseigene Wohnungen, also Wohnungen in Landesbesitz, die dann nicht nur Sozialwohnungen sind, sondern wo gerade der Fokus darauf liegt, Angebote für die Mitte zu schaffen. Also bezahlbaren Wohnraum für Erwerbstätige, für Menschen mit mittleren Einkommen, Erzieherinnen, Erzieher, Handwerkerinnen, Handwerkern oder auch die Facharbeiterschaft. Eine landeseigene Baugesellschaft hat für die Gewerkschaft gegenüber privatrechtlichen Bauherren viele Vorteile. Schneller, da musst du eine eigene Baufirma aufbauen, wo zentral Kapazitäten ausgebaut werden. Sie können groß ausschreiben, sie können Ingenieurdienste praktisch selber auch organisieren und dementsprechend auch Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sie bauen. Sie können gut bezahlte Maurer einstellen. Neben der Möglichkeit, gut bezahlte Handwerker zu beschäftigen, hat eine Landesbaugesellschaft für Dr. Payande auch noch die Vorteile, öffentliche Grundstücke nutzen zu können, günstiger Kredite zu erhalten und auf hohe Renditen zu verzichten. Wenn diese Elemente zusammen machen, praktisch möglich, dass man günstigen Wohnraum für alle schafft, auch zu günstigen Bedingungen und zu guten Arbeitsbedingungen. Bezahlbarer Wohnraum ist nicht nur ein Problem gesellschaftlicher Minderheiten. Es könnte auch zu einem Wettbewerbsnachteil werden. Und auf der einen Seite sind die Leidtragenden die Menschen, die nicht genügend Wohnraum finden. Es wird mehr Obdachlose geben, womöglich in diesem Land. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Betriebe, die natürlich durch solch eine Situation nicht genügend Fachkräfte finden werden. Und insofern werden beide Punkte sich irgendwann hochschaukeln. Und ich glaube schon, dass das ein zentrales Thema werden wird in dieser Gesellschaft. Das große Medieninteresse an diesem Gespräch hat die Wichtigkeit dieses Themas deutlich gezeigt.